Hi und hallo, hier ist Barlow mit Folge Nummer 56 von Barlow spielt. Diese Woche auch ein bisschen regelmäßiger als letzte Woche, wo ich viel gestreamt habe und mir noch ein paar andere Sachen gemacht haben. Erstmal ist wieder Dunkelmond-Jahrmarkt und ihr wisst, was das für mich heißt. Ich bin immer noch dabei, mein Achievement zu machen. Wie insane. Und das bedeutet, ich muss auf dem Dunkelmond Dinge hauen. Ich sollte nicht zwischendurch auf Fragen gucken, während ich versuche, Hogger und die anderen Gnolle zu hauen. Und immer einen Schritt zu spät. Ich glaube, wenn man es einmal verbacken hat und beim Spawn einen Schritt zu spät ist, dann ist man es für eine ganze Weile. Und vor allen Dingen hält man den Abstand dann nicht. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin überfordert. Meine Reaktionszeit ist nicht mehr schnell genug dafür. Ich frage mich, ob es gibt bestimmt Strategie-Guides. Es gibt auf jeden Fall Dark Moon Guides. Also gibt es bestimmt auch Strategie-Guides für dieses Spiel. So. Ich will immer noch die Insane machen. Ich mag immer gar nicht gucken, wie viel mir noch fehlt. Wie viel mir noch fehlt an Ruf für die Insane. Beim letzten Mal habe ich geguckt und irgendwie ausgerechnet, dass ich noch mindestens, ich glaube, fünfmal oder so den Dunkelmond-Jahrmarkt machen musste. Egal, jetzt kommt erstmal wieder mein Hassspiel, wo ich es jedes Mal schaffe, vorbeizuspringen am Rettungsring. Und dann immer so ganz langsam. Okay, das gibt, glaube ich, zumindest einen Punkt. Und es dann immer so schaffe, ganz langsam aus dem Wasser wieder zurückzukommen, mich dahin zu porten und neu zu springen, um das Ganze dann fünfmal machen zu müssen. Auf der anderen Seite kosten diese Game-Tokens, die man dafür braucht. Kosten diese Game-Tokens, die man braucht, auch nicht wirklich viel. Und man kann sich davon beliebig viele holen. Also man kann es also beliebig oft versuchen. Vorausgesetzt, man hat das Gold dafür. Was ich auch noch machen muss als Raid-Vorbereitung, das ist eine von den 6.1-Änderungen. Oh, das dürfte 5 Punkte geben. Yay! Ist Angeln. Ich weiß ja nicht, ob ich nochmal einen Angelstream mache. Ich habe ja eigentlich erwartet, dass Fisch jetzt total viel kosten würde, weil man eben den Fisch für das höchste Bufffood braucht. Aber das scheint gar nicht so zu sein. Bei uns zumindest auf dem Server kostet das Filet, ich glaube, um ein Gold rum. Jetzt wollte ich gerade mal noch gucken. Hier ist doch irgendwo der Typ. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der. War der hier? Ich glaube, der war hier. Nee, das ist der Card Trader. Egal. Ich werde auch nämlich nochmal wieder zum. Oder warst du das? Nee. Zum Aha müssen. Und mir diese ganzen Dinger kaufen, die man irgendwo in Instanzen bekommt. Oder ich weiß gar nicht, wo man die sonst noch bekommt. Diese Bücher. Im PvP gibt es, glaube ich, eins. Du schießt mich nicht direkt am Anfang ab. Im PvP gibt es, glaube ich, eins. Ich weiß nicht, wo man die sonst noch bekommt, die man abgeben kann für noch mehr Ruf. Die ich jedes Mal mir im AH kaufe und von denen es jedes Mal welche gibt, die irgendwie 1000 und 2000, 3000, 4000 Gold kosten. Aber ich glaube, das lag auch daran, dass ich das bisher immer gemacht habe am ersten Tag des Dunkelmond-Jahrmarkts. Und vielleicht ist es besser zu warten, weil es vermutlich doch einige Spieler gibt, die sich auch lieber ein bisschen Zeit lassen und somit mehr davon verfügbar sind und damit auch die Preise nicht mehr ganz so abartig hoch sind. Die sind eindeutig zu wenig Zielscheiben. Toll, das muss ich jetzt nochmal machen. Da nehmen die mir noch mal ein Token dafür ab. Oh. Ich habe das andere Ding zerschossen. Hallo? Ich finde die DBN-Warnungen so cool. Kommt mir schon fast vor wie im Raid hier.
Habe ich jetzt eigentlich genug? Wieso habe ich denn so wenig? Muss man jedes Mal wieder bei Null anfangen? Nee, oder? Nee, nee, nee. Ich bin schon durch. So. Es gibt auch noch die Profession Quests hier. Aber die werde ich, glaube ich, in diesem Durchgang noch nicht machen. Die kann man sowieso nur einmal pro Dunkelmond-Jahrmarkt machen. He shoots, he scores. Bisschen ranzoomen. So. Ich bin bereit. Danach werde ich, glaube ich, mal nochmal gucken und suchen. Wie viel mir fehlte für den Ruf, für The Insane. Es ist halt echt erstaunlich. Die ganz, ganz üblen Grind-Sachen, die im Endeffekt die meiste Zeit kosten, fand ich am wenigsten schlimm, weil man das halt am Stück machen konnte. Irgendwas, was so Daily-Quest oder Weekly-Quest ist oder so, finde ich tendenziell immer irgendwie eher fürchterlich. Ich wünschte, man könnte sich das so aufsparen. Wenn man so eine Daily Quest zum Beispiel einen Tag lang nicht gemacht hat, dann kriegt man sie einfach dazu addiert. Zumindest über einen gewissen Zeitraum. Und kann dann eine Daily Quest zum Beispiel in der Woche, könnte man halt eine Daily Quest dann 7 Mal machen. Das fände ich wäre ein gutes Prinzip. Gerade so geschafft. He shoots, he scores. Ich glaube, ich habe auch noch einige Dark Moon Tickets übrig. Mal gucken, was ich damit dann mal machen werde. Vielleicht irgendwelches Erbstück-Zeug kaufen. Bin mir nicht sicher, was das für eine war. Du bist doch noch irgendwo. Irgendwo ist doch hier noch der mit den da ist er. Mit den Feuerringen. Den suche ich. So. Die mag ich. Zumindest so lange, wie ich sie jedes Mal schaffe. Ich weiß gar nicht, wie das in Firelands war. Ich hatte nie die Aufgabe. Ach ja, und es gibt ja eine neue. Hier unten mit einer Rennstrecke. Die habe ich noch gar nicht gemacht. Ist in diesem Patch dazugekommen. Ich weiß auch gar nicht, ob das eine Daily sein wird, aber ich schätze mal ja. Oder macht man sich so viel Mühe, so eine Quest zu designen? Gucken wir uns gleich mal an, wenn sie nicht Daily ist und man sie nur einmal pro Dunkelmond macht. So, bist du der nächste Ring? Kriege ich dich noch? No, 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 no! Puh, das war knapp. Ich habe letzte Woche das Glück gehabt, da waren wir im Blackrock Foundry, was heißt das Glück gehabt, aber ich habe auf ein Bonus-Item gewürfelt und habe nochmal, bei den Maidens muss das ja dann gewesen sein, habe nochmal eine Waffe bekommen, muss mir jetzt auch nochmal die neue Waffe gleich neu verzaubern. Allerdings hatte ich schon eine 680er, die andere, die es dort gibt. Und wollte was ganz anderes dort haben, aber egal. Im Moment läuft bei mir auch eine Blackrock Mythic Quest, die wird nur heute Abend zum Raid nicht rechtzeitig fertig sein. Und was ich nicht wusste, wenn es das schon immer gab, dann wundere ich mich, weil ich meine, ich hätte explizit nachgeguckt. Und zwar bei Follower-Missionen, wenn die Follower ein höheres Item-Level haben als benötigt, war ich mir sehr, sehr sicher, dass es keine Bonuschance gab, weil ich mir genau dachte, dass ich das mal versuchen könnte mit der Bonuschance und es nicht funktioniert hat. Aber keine Ahnung, vielleicht täusche ich mich. Oh, der Kreis ist kleiner geworden. Bleib stehen, Schildkröte. Du sollst stehen bleiben. Die hat sich sonst nicht so viel bewegt. Das ist ja ein richtig schweres Spiel geworden. Sonst ist die immer... Oh Gott. Ja, bitte. Du mit deinem Mount. Stell dich doch bitte hier rein. Mit Mount und Flügeln. Danke. Hast du gut gemacht. Alter, die ist ja richtig schwer geworden. Wie viel habe ich getroffen? 1?
Okay, ich werde einfach Ringe spammen. In der Hoffnung, sie irgendwann zu treffen. Oh, ich habe 2. Wow. Alter Vater. Normalerweise ist die Schildkröte immer stehen geblieben. Okay, jetzt wird einfach gespammt. Ich treffe halt wirklich keinen. Aber ich bin nicht der Einzige, der diese Strategie verfolgt. Ey, das gibt's doch gar nicht. Ich werde nochmal Ringe kaufen müssen. Verfluchte Schildkröte, warum bist du so schnell? So, geschafft. Die Brute Force Variante. Alles klar. Gucken, ob es da das nächste Mal einen Guide für gibt. So, was hast du für eine Quest? Ich glaube, du hast auch eine Berufsquest. Oder? Ich meine, die gelben Dinger. Warst du eine Berufsquest? Ja, das ist eine Berufsquest, die man einmal pro Dunkelmond machen kann. Die ich aber jetzt nicht machen werde. Da hinten war noch eine. Ich glaube, es gibt für jeden Beruf eine. Und die gehen immer einmal pro Dunkelmond. Diesmal war ich auch so schlau, direkt den Karussell-Buff mir zu holen. Für nochmal, ich glaube 10% sind es Bonusruf. Die mache ich ein bisschen später, die Quest. Jetzt gehe ich erstmal am Strand gucken. Nach dem Rennen. Ich habe Kaffee in der Nase. So. Ich möchte... Accept. Ach nee, du bist der Angeldings. Wo ist denn der hierfür? Nee, bist du der Angeldings? Was muss ich hier machen? Okay, meine Damen und Herren, das kann jetzt ein bisschen dauern. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich. Ach so, ich muss hier rein. Ein Dark Moon Game Token. Und jetzt muss ich hier durch. Durch die Tore. Das sieht gut aus. Und hier ist ein Power-Up. Hier wird es doch bestimmt noch irgendwas Kompliziertes geben. Und was ist hier? Hallo? Oh, hit the blue post. Return to start banner. War das alles? Und was zeigt mir dieser Counter an? Ich habe keine Ahnung, ob ich hier zurück soll. Sagte nur Return to the Start Banner. Das ist der Weg zum Start Banner. Okay, hier kriege ich irgendwie. Vermutlich hätte ich im Kreis reiten müssen. Oh. Und nu? Das soll es gewesen sein? Okay, ich habe das irgendwie schwerer erwartet. Hey, hallo? The real race has 4 legs. Get to the blue post, the green, the red, and then back here. Okay, einen Versuch mache ich. Ach so, an den Dingern darf ich irgendwie nicht hängen bleiben, weil die haben Blitze. Jetzt geht's hier weiter. Oh. Oh.
Da darf ich wohl nicht rein. Dann werd ich hochgehauen und meine Zeit geht flöten. Return to the start. Habe ich das jetzt geschafft? Oh. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich diesen komischen Schrauben ausweichen muss. Ich glaube schon. Au, oh, okay, alles klar. Ich bin gestunt. Habe ich das jetzt geschafft oder nicht? Yay! Okay, es war leichter als erwartet. Ich bin zufrieden und werde jetzt gucken, wie oft kann ich das denn noch machen? Okay, ich mache das jetzt aber nicht nochmal. Und jetzt gucken wir noch kurz nach, wie viel Ruf mir fehlt. Ich gehe von dem Moped runter. Hallo. Ich will runter von dem Moped. Hallo. Die Vehicle. You can't do that right now. Hilfe. Hilfe. Ich will hier runter. Hallo? Okay, ich kann nicht runter. Na gut, dann muss ich wohl auf dem Vieh bleiben. Das soll es gewesen sein für heute. Ich bin am überlegen, ob ich nochmal irgendwann einen Angelstream machen soll, weil ich muss halt angeln. Ich muss angeln für 125er Bufffood. Letztes Mal bin ich schon angemault worden, dass ich es nicht dabei hatte. Sondern nur das 100er Bufffood. Angemault worden für schlechte Raid-Vorbereitung. Das werde ich übrigens nicht machen. Das ist Pet Battle. Das kann ich nicht. Das ist schwer. Das heißt, ich muss irgendwann angeln und mir mehr Bufffood besorgen. Vermutlich spätestens bis zum nächsten Raid. Wobei eigentlich bis heute Abend. Weil heute Abend Blackhand ansteht. Naja, ich werde euch morgen auf dem Laufenden halten. Das soll es gewesen sein für heute. Ich freue mich immer über einen Daumen nach oben und sage in diesem Sinne Tschüss, euer Onkel Barlow.